wieder total verfahren. Ich hab nicht, wo ich hin muss. Ah, das ist so. Das Futsal-Legende Michi Meier. Der kann mir doch mit Sicherheit weiterhelfen. Hallo. Sag mal, irgendwie habe ich mich ein bisschen verfahren. Kannst du mir vielleicht helfen? Sehr gerne. Wenn du gerade Zeit hast, komm rein. Mal wieder Glück gehabt, ne? So, hereinspaziert. Hoppla. Ich grüße dich. Moin. Also, ich glaube, ich zieh doch mal Jacke aus. Ja, mach das ruhig. Das kommt rein. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Mal wieder einfach rein. Weißt du, wo du langfahren willst eigentlich? Ja, ich habe mal was eingegeben. Ich sag dir nicht, wohin. Okay. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu hier mal nach unten gucken muss. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Okay. Ich habe meine Antworten auch hier irgendwo. Gut. Ja, dann lesen wir mal los. Ja, wie gesagt, ich habe echt gerade keinen Plan, wo wir hier sind. Ich sehe hier einen Haufen große Gebäude. Was ist das hier? Das ist die QBeyond Arena. Aha. Das ist direkt hinter der Barclay Arena und direkt neben dem Volksparkstadion. Okay. Und theoretisch ist das meine Arbeit. Praktisch auch. Ich wollte gerade fragen, warum theoretisch? Was machst du denn hier? Ich betreue die HSV Panthers. Mhm. Unter anderem neben Mohamed Labiat und Tobi Leeds. Ja. Und natürlich noch allen Beteiligten von uns Panthers. Ja, das sind auf jeden Fall helfende Hände gefordert. Und, ja. Vielleicht auch irgendwann von Menschen, die nicht mehr sportlich involviert sind. Ist es jetzt mehr geworden mit der Arbeit außenrum, seit es die Bundesliga gibt? Ja, doch schon auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich könnte es mir, glaube ich, gar nicht ohne vorstellen. Ja, für die, die jetzt vielleicht gerade nicht genau wissen, wovon wir überhaupt reden mit Panthers und so weiter. Es gibt vielleicht ein paar wenige unter den 100 Tausende von Zuschauern und Zuschauerinnen, die uns hier zugucken. Du bist Michi Meier, 33, bist nicht nur Spieler, sondern auch Trainer des deutschen Rekordmeisters im Futsal, den Hamburg Panthers oder HSV Panthers mittlerweile. Bist auch Nationalspieler und auch Spieler und Co-Trainer in der Landesliga im Fußball. Das heißt, sehr viel los. Und du hast, glaube ich, sogar mal so ein bisschen am Profifußball gekratzt, wenn man das so sagen kann. Geht so. Geht so? Die anderen Titel klingen auch ehrenvoll, aber eigentlich bin ich selber. Ja. Ich fülle halt da aus, wo Bedarf ist. Ja. Gibt es irgendwie mal einen Tag in der Woche, wo du nicht einen Ball am Fuß hast? Also kommt seltener vor, muss ich tatsächlich sagen, aber dazu muss ich auch gestehen, dass ich seitdem die Bundesliga jetzt ins Leben gerufen wurde, dass ich nicht mehr ganz so aktiv beim Fußball bin. Ich versuche da natürlich auch immer mein Bestes zu geben, wenn ich da bin, aber ich merke dann auch manchmal, dass da mein sportliches Pensum schon erschöpft ist und die Jungs machen das inzwischen, also besser ohne mich, muss ich gestehen. Wie hast du das so im Laufe deiner Karriere immer gewichtet, sage ich jetzt mal? Ist es immer mehr Futsal geworden oder versuchst du da irgendwie die Waage zu halten? Also es ist mehr Futsal geworden auf jeden Fall. Jetzt mit der Bundesliga merkt man halt doch, dass die Spiele noch ein höheres Pensum erfordern. Und auch gerade wenn man älter wird, merkt man, dass der Körper da einfach Regeneration braucht und dass es auch gesünder ist, dann halt nur ein Spiel am Wochenende zu machen. Von daher versuche ich mich da jetzt schon den Gegebenheiten anzupassen. Mhm. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass man dann noch irgendwie Zeit für andere Hobbys noch nebenher hat. Ist das irgendwie noch möglich? Also machst du sonst noch andere Dinge? Ja, doch schon. Ja. Also ich treibe tatsächlich ganz gerne Sport. Das habe ich mir fast gedacht. Aber ich mache auch andere Dinge ganz gerne. Also ich unternehme viel mit meiner Frau, wenn Zeit ist. Mhm. Und ja, da fallen uns die unterschiedlichsten Hobbys oder Unternehmungen ein. Mit Freunden auch sehr gerne oder halt mit Mannschaftskameraden. Ja. Je nachdem, wie es halt zeitlich passt. Ich nehme an, du kannst dir wahrscheinlich gut vorstellen, wenn du selbst dann nicht mehr spielst oder nicht mehr spielen willst, dann trotzdem noch Trainer zu bleiben. Oh. Also, wenn man sich anguckt, wie deine bisherige Karriere ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du es nicht machst. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch schwierig vor, weil ich habe jetzt so mal mit den Trainerscheinen angefangen, sowohl im Fußball als auch im Futsal. Mhm. Und es ist halt schon irgendwie nochmal eine andere Rolle, wobei man sich natürlich im selben Universum bewegt. Aber
dabei selber nicht zu spielen, ist im Moment noch schwierig für mich, aber beschäftige ich mich auf jeden Fall mit. Hast du irgendwie ein Ziel, wie lange du spielen willst, oder lässt du das einfach auf dich zukommen? Also ich habe mir kein konkretes Ziel gesetzt. Ich denke mir immer so, wenn ich merke, dass ich nützlicher am Seitenrand werde, dann versuche ich das im Sinne der Mannschaft dann abzuwägen, welche Rolle ich einnehme. Dann agiere ich da auch gerne im Sinne des Teams und versuche mich selber da ein bisschen zurückzuhalten. Okay. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt mit Futsal Kontakt gehabt? Boah. Way also, back. Ja, es ist lange her. Also Hallenfußball habe ich schon immer sehr gern gespielt, auch in der Jugend. Irgendwann habe ich dann unter meinem alten Jugendclubleiter ein Freizeitturnier gespielt, wo dann das erste Mal der Futsal ins Spiel kam. Futsal als souveräne Sportart, das war vor 10 Jahren, bevor die Hamburg Panthers gegründet wurden. Das hat mich dann schon sehr gereizt. Ja. Dann die Gründung der Hamburg Panthers. Ja, war ich Feuer und Flamme eigentlich für die Sache von Beginn an, weil wir da auch eine sehr gute Teamchemie hatten. Und Freunde neben dem Platz geworden sind über die gemeinsamen Erlebnisse. Wart ihr da schon alle mit dem Sport in gewisser Weise vertraut, oder habt ihr das wirklich erst nach Gründung der Panthers so wirklich das Spiel gelernt, um es mal so auszudrücken? Fußball konnten wir alle spielen, Hallenfußball letztendlich auch, aber so das Spiel hat halt nochmal eigene Gesetze und eigene Regeln, die du je nach Belieben ausleben kannst, und man denkt immer, dass es für uns vielleicht dann auch Selbstgänger waren, aber in vielen Spielen haben wir agiert und haben halt von unseren Gegnern dazu gelernt, Step für Step. Und mit den steigenden, sagen wir, Qualitäten des Gegners haben wir uns dann auch weiterentwickelt und uns viele Dinge angeeignet. Ich kann mir vorstellen, dass du in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich keine Frage öfter beantworten musstest als, ja, also Futsal, das ist doch im Prinzip Fußball, aber in der Halle, oder? Ich habe tatsächlich schon so den einen oder anderen Automatismus in der Richtung entwickelt. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich muss gestehen, die Frage wird häufig gestellt, ich kann das auch verstehen, aber ja, letztendlich ist Futsal für mich Fußball. Also es ist für die Halle angepasst, das ist halt umgangsfreundlicher ist. Mit dem Ball handhabt sich das ungefähr wie mit einem Fußball auf Kunstrasen. Also er ist dann sprungreduziert, und mit dem Futsal ist das alles ein Stück weit kontrollierter und ist weniger dem Zufall überlassen. Was sind denn so die signifikantesten Unterschiede zu normalem, in Anführungsstrichen, normalem Hallenfußball? Also es ist erstmal die Zeit, würde ich sagen, ist für mich ein großer Faktor für meine Liebe auch zum Futsal, weil du halt 2x20 Minuten netto spielst. Das heißt, du hast im Durchschnitt viel mehr Zeit als bei Hallenturnieren. Und du hast die Möglichkeit, mit dem Flying Keeper zu arbeiten. Mhm. Der Ball ist halt, wie gesagt, ein bisschen anders, ist benutzerfreundlicher. Wenn du beim Futsal den Ball einkickst, sowohl von Ecke als auch von der Seitenauslinie, das viel Spielraum mit Varianten zu arbeiten, und ja, ich denke mal, das sind so die signifikantesten Merkmale. Und wenn ich jetzt bei meiner 110. Erklärung was vergessen habe, dann das kann ich mir nicht vorstellen, dass du da was vergessen hast. Ja. Es ist halt schon eine extrem technische Sportart, aber du kannst natürlich schon, wenn du irgendwie ein knallharter Verteidiger bist, der jetzt vielleicht nicht so einen feinen Fuß hat, kannst du natürlich im Fußball trotzdem deine Rolle finden. Ist es im Futsal auch so, oder sollte man da schon ein gewisses Maß an Technik mitbringen? Also tatsächlich muss ich sagen, es ist schon so, dass du da auch als in Anführungsstrichen Holzfuß deine Rolle gut leben kannst, weil vorwiegend ist auch Verteidigung sehr wichtig und taktisches Verständnis und ja, entgegen der vorherrschenden Meinung auch eine gesunde Härte auf jeden Fall, ja, was die Abschlüsse etc. angeht. Ja. Da das Glück auf dem Fuß zu haben, dazu muss man kein Edeltechniker sein, das ist auch im Futsal so. Aber wenn ich auf die Frage von eben nochmal eingehen kann, was so für mich der Unterschied zum Futsal und zum Hallenfußball ist, also das, was auch wirklich entscheidend ist, denke ich, dass du eine andere Plattform hast, dich in dieser Sportart zu präsentieren. Du hast halt die Möglichkeit, in der deutschen Meisterschaft dich für die Champions League zu qualifizieren, dann auch international zu spielen und inzwischen auch mit der Nationalmannschaft ja, Nationalspiele gegen Nationen zu haben, wo die Sportart schon einen Tick weiter ist. Ja, ja, klar. Hier geht's hin. Ja, sehr gut. Hier war ich heute Morgen schon. Hier warst du heute Morgen schon. Ja, ja, wo sind wir denn gerade? Was siehst du denn da vor dir? Oh, das Viktoria-Stadion. Richtig. Was verbindest du so damit? Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit. Hab hier zwei
unangenehme Herrenjahre gespielt. Ja, ihr habt sogar mal mit Vicky sogar mal gegen Wolfsburg gespielt, ne? Ja. Im DFB-Pokal. Ja, das. Im Millerntor. Also es war nicht hier, sondern im Millerntor-Stadion, ne? Ja, das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Ja, ja, glaube ich. Man denkt ja immer, okay, wenn man dann mal gegen wirklich einen Bundesligisten spielt, das muss das krasseste Ereignis einer Karriere sein, aber dann sind es ja manchmal doch eher andere Kleinigkeiten oder kleinere, vermeintlich kleinere Erfolge, die hängen bleiben. Also es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, so auch mal vor im Stadion und vor so einer richtigen Fankulisse. Ich glaube, da waren auch sehr viele Zuschauer an dem Tag. Ist ein sehr besonderes Erlebnis, was der Verein und die Mannschaft damals sich auch sehr verdient hat und wo ich mich freue, daran teilnehmen zu dürfen. Um nochmal kurz zum Futsal zurückzukommen, wo wir stehen geblieben sind. Du hast ja jetzt die Entwicklung seit 2010 bis heute, die erste Bundesliga-Saison findet ja jetzt dieses Jahr statt, miterlebt und auch ein Stück weit mitgeprägt. Was hat sich denn am grundlegendsten verändert im Futsalsport in Deutschland in den letzten 10 Jahren? Also es hat sich schon viel verändert, muss ich sagen. Ich denke, zu unseren Anfangszeiten, da liegen schon ein Stück weit Welten dazwischen. Jetzt mit dem Bundesligaspielbetrieb hat man halt häufig Spiele auf gutem Niveau. In der Vergangenheit war das so, dass es vereinzelt halt gute Teams gab mit qualitativ hochwertigen Spielern, die auch trainiert haben. Aber jetzt in der Bundesliga hat man halt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ein Spiel auf diesem Niveau. Früher gab es auch häufig mal Spiele in der Liga, sagen wir mal in der Hamburg-Liga oder auch teilweise in der Regionalliga, wo man jetzt ohne vollbesetzten Kader hinfahren konnte und man wusste, man gewinnt das irgendwie, weil man halt sich seiner Qualitäten bewusst war. Jetzt heutzutage ist, wenn du da zum Gegner fährst und du lässt an einigen Stellen Prozentpunkte, und das können auch Prozentpunkte neben dem Platz sein, was inzwischen auch eine größere Rolle spielt, dass man da im Funktionsteam gut zusammenarbeitet. Das merkst du halt sofort auf dem Platz und kann halt deine Niederlage bedeuten. Und ja, dann fuhrst du durch Deutschland zurück und ja. Ja, verstehe. Siehst du das eigentlich, dass es hier so drauf projiziert wird, auf die Scheibe? Was? Sieht man das vom Beifahrersitz aus? Nee, ne? Nee. Also, das sieht so krass aus. Die Strecke? Ja. Geil. Aber es senkt auch ein bisschen ab, es ist ein bisschen wie so Augmented Reality, wenn du so eine Brille aufhast. Nicht, dass du noch Film da anmachen kannst. Ja, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Ey, wäre ziemlich gefährlich. Wie lange glaubst du, wird es noch dauern, dass die Bundesliga auf so einem Level ist, dass man sagt, okay, wir verkaufen Hallen aus, wir können als Sportler davon leben? Also das kann ich nicht genau sagen. Ich würde mir natürlich wünschen, so schnell wie möglich, am besten zu meiner aktiven Spielzeit. Aber letztendlich weiß ich nie genau, wie der Zuschauer darauf reagieren wird. Aber ich denke mir auch, ich glaube, dass jetzt auch in der Nationalmannschaft und dann für den UEFA Cup Teilnehmer oder Champions League Teilnehmer da zukünftig Erfolge im Raum stehen könnten. Ich glaube, entsprechend kann sich das auch im Zuge miteinander entwickeln. Und ja, also würde ich mir sehr schön vorstellen. So, pass auf, ich habe dir erzählt, es gibt noch so ein kleines Quiz, was auf dich zukommt. Quiz Your History heißt es, hat Dave Eden, dein Kollege, er meinte, ihr kennt euch auch ganz gut. Ja, wir kennen uns oder schon sehr ewig. Lange, ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Fußball? Bei Fußball. Wir haben zusammen bei Vorwärts Wacker damals in der Jugend lange zusammen gespielt. Und jetzt zuletzt bei Teutonia nochmal zusammen die Ehre gehabt. Es sind 9 Fragen. Die erste Frage ist noch sehr leicht. Ist sie, was der Unterschied zwischen Fußball und Fußball? Nee, keine Sorge. Die hast du ja schon beantwortet. Also wenn du dafür den Bonuspunkt haben willst, kriegst du ihn natürlich. Nee, also erste Frage sehr leicht, 9. Frage sehr schwer. Guck mal, wie du dich schlägst. Ich habe hier eine Schatztruhe mit den Fragen in der Mitte. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Für welches Team, das sollte beantwortbar sein, hast du deine meisten Spiele absolviert im Fußball? Herrenbereich oder Jugendbereich? Die Fragen beziehen sich eigentlich alle auf den Herrenbereich. Okay. Ich hoffe, es ist Viktoria Hamburg. Es ist nicht. Leider nicht. Du kannst es nochmal probieren. Den Punkt kann ich dir da nicht mehr geben, aber. TSV Sase. Ja. Perfekt. Ja. Es ist Sase. Also, Viktoria war natürlich auf Platz 2. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht hier stehen. Das war auch gemein, weil wir gerade beim Wiki. Da hätten wir bei Sase vorbeifahren. Ja, da hättest du noch ein bisschen mehr Zeit mitbringen müssen. Frage 2. Da kommen wir jetzt wieder zum Futsal. Von was oder wovon leitet sich der Begriff Futsal ab? Fut de Salau. Aus welcher Sprache?
brasilianisch. Also portugiesisch. Genau, richtig, so ist es. Gegen welches Team hast du deine einzige rote Karte gesehen? Ich hoffe, das stimmt. Jetzt fahre ich sogar schon falsch, aber macht nichts. Ich kann mich an eine im Jugendbereich erinnern. Okay. Nein, ich glaube, es war im Herrenbereich. Wenn Transfermarkt.de nicht lügt. Ich könnte ins Blaue tippen, aber ich dachte immer, im Herrenbereich habe ich keine bekommen. Doch, eine hast du bekommen. Ich kann dir vielleicht noch einen Tipp geben. Also bei, bei Transfermarkt.de stand dabei, wegen Unsportlichkeit. In der 70. Minute. Vielleicht hilft dir das auch nicht auf die Sprünge? Nicht wirklich. Okay, es war gegen Alstertal Langenhorn. Ah, stimmt, ja. Ja? Tatsächlich. Das, ich dachte, das war im Jugendbereich gewesen. War das im Herrenbereich? Das war im Herrenbereich, ja. Ah, okay. Steht okay. Da, was meine Unsportlichkeit nee, gewesen leider, ist? Leider nicht. Nee, so deep ist es nicht drin. Aber das kriegen wir nochmal recherchiert. Ich hoffe, sie war nicht allzu unsportlich. Aber meistens sind meine Unsportlichkeit Revanche-Fouls. Ja, okay, vielleicht war es Revanche-Fouls. 2014 war es auf jeden Fall. Ich recherchiere das. Und wenn nicht, würde ich den Punkt nachträglich. Ja, ja, okay. Das ist ein Deal. Okay, vierte Frage. Mit welchem Mitspieler, die Frage ist ein Klassiker hier in dem Format, wer kennt's nicht, mit welchem Mitspieler standest du am häufigsten zusammen auf dem Platz? Das könnte Sasel sein, ne, wenn ich da am häufigsten gespielt habe. Das ist schwierig, war bei so vielen Vereinen. Hm. Ja. Also ich würde Age Team Kaba sagen, aber mit dem habe ich im Herrenbereich nicht mehr so lange zusammengespielt. Mhm. Obwohl, das könnte sogar sein. Mit dem habe ich bei Vicky und bei O noch gespielt. Ist das Age Team Kaba? Nee. Nee, aber du kriegst noch einen zweiten Versuch. Okay. Kriegt man einen Tipp, bei welcher Mannschaft es gewesen war? Ja, wenn ich selber weiß. Also ich habe es leider nicht notiert, aber ich glaube, es müsste bei Vicky gewesen sein. Jetzt würde ich Hakan Uchan sagen, aber ich glaube, der war es nicht. Nee, aber vielleicht war mein Tipp auch irreführend, ich sag's dir. Altac Ermann. Altac, nice. Ja. Bei Teutonia haben wir auch noch zusammen gespielt. Stimmt. Deswegen kann's. Stimmt, es war Vicky und Teutonia, ne? Ja. Ja, richtig. Krass. Ja, 56 Spiele. Ja. Krass. Hätte nicht gedacht, dass die Art von Fragen heute auf mich zukommen. Ja, siehst du. So, fünfte Frage. Wir haben ja vorhin schon über euer DFB-Pokalspiel gesprochen, gegen den VfL Wolfsburg. Das Spiel ist 1-3 ausgegangen. Wer hat für euch das Tor gemacht? Das kann jeder beantworten. Ja. Mit Augen zu. Stefan Rahn. Richtig, richtig, richtig. Okay, das heißt, die hätte ich weiter vorne einreihen müssen, gell? Liebe Grüße auch an alle Beteiligten zu dem Punkt. Ich weiß nicht, wen ich da noch alles nennen darf heute. Wie viele Tore hast du in der aktuellen Futsal-Bundesliga-Saison erzielt? Ich meine, es sind 4. Das ist richtig. Es sind 4. Sehr gut, sehr gut. So, Frage 7. Du hast ja auch vorhin schon erzählt, mit der Nationalmannschaft hat es auch ein bisschen gedauert, bis sie mal eingeführt wurde. 2016 war das, meine ich. Dann gab es ja 2 inoffizielle Spiele gegen Georgien und dann das erste offizielle Spiel gegen England. Wer hat das erste Tor geschossen für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft? Geht auch wieder blind. Flying Heinze. Richtig. Also Timo Heinze. Richtig, richtig. Habt ihr noch Kontakt? Ist es ein. Ich meine, war ja euer langjähriger Kapitän? Ja, doch. Jetzt neulich beim Trainerlehrgang für die Futsal-Lizenz hat er den Psychologie-Part übernommen. Mhm. Und, also, wir hören uns nicht tagtäglich, aber in regelmäßigen Abständen mal und dann immer sehr gerne. Also, ja. Ist ja auch als Experte ab und zu mal am Start bei Länderspielen und Bundesliga. Vielleicht funktioniert unsere Freundschaft nur, weil ich versuche, seine Kommentare nicht anzuhören. Hörst du dann ab und zu mal nach und sagst dann? Nicht nachhören, aber so, man guckt sich die Spiele im Nachhinein schon immer an. Ja. Und natürlich auch aus Analysezwecken. Ja, klar. Und so das ein oder andere witzige Kommentar. Und Timo ist da auch sehr treffsicher. Ja, ja. Deswegen muss man immer gucken, dass man gut performt hat. Sonst lieber nicht angucken. Sehr gut. Sehr stark. Bei eurer letzten Meisterschaft 2016. Jetzt wird es wirklich knifflig. Also glaube ich. Wobei du bei den Namen ja bis jetzt immer extrem treffsicher warst. 4 Tore habt ihr gemacht im Finale. Gegen Liria Berlin. Gegen Liria Berlin, das ist schon mal richtig. Das war aber nicht die Frage. die Frage ist, wer hat die 4 Tore gemacht? Also das erste hat Mohamed Labiat gemacht. Das ist richtig. Boah, wenn du jetzt noch die Reihenfolge hinkriegst, dann kriegst du sogar einen... Wäre auch blind möglich gewesen. Sabo Khalili hat das zweite gemacht. Mhm. Ich
kriegen das hin, glaube ich. Ja. Nur Ulusoi ja. hat das vierte gemacht. Ich glaube das vierte, ja. Das vierte. Mhm. Ich glaube, Sabo hat zweimal getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Nee? Okay. Aber ich sag dir schon mal so viel, du hast auf jeden Fall die drei Namen schon richtig. Mo hat zweimal getroffen. Okay, wer auch sonst. Ja. Aber das ist leider dann trotzdem nur der eine Punkt, der reguläre, aber den hast du dir trotzdem verdient. Okay. So, und jetzt zur letzten Frage, die ist, können wir gerne als Schätzfrage angehen. Guck mal, wie perfekt, wir sind fast wieder zurück und wir sind bei der letzten Frage angekommen. Wie viele Futsalfelder passen in ein Fußballfeld? Also durchschnittlich gesehen, da gibt es ja immer so eine kleine Varianz, vor allem beim Fußball. Du kriegst eine Spanne von plus minus 1. 10. Da bist du jetzt mit der Toleranz um einen Punkt dran vorbei. Nee, Entschuldigung, du bist drin. Ehrlich? Es sind 9, nicht schlecht. Sehr, sehr stark. Tatsächlich ja. ist das eines meiner Hobbys. Ich vermesse gerne. Du vermisst gerne. Wenn du gerade nicht Futsal spielst, dann vermisst du halt Fußballfelder. Fußballfelder, klar. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, um ehrlich zu sein. Das machen wir dann im Schnitt nochmal, blenden wir ja ein. Möglicherweise bist du da auf Platz 1 jetzt gelandet. Vorerst. Schön wär's. Nicht schlecht. Und schade an die ich nicht wusste. Naja, dann sind wir wieder zurück. Ich danke dir für die Fahrt, dass du mir gesagt hast, wo ich hier überhaupt bin. Jetzt finde ich nämlich auch wieder zurück. Ja, viel Erfolg in der nächsten Zeit in der Bundesliga. Wir werden uns da bestimmt ab und zu nochmal über den Weg laufen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und einen entspannten restlichen Arbeitstag. Wünsche ich dir auch. Hau rein. Danke für das Interview. Ciao, ciao. Sehr gerne.